Man sieht nur seinen Schatten, wenn man seinen Rücken dem Licht zudreht. Herzlich heiße ich Sie hier in den Räumen der Stadtbücherei Dietfurt zum Impuls Hoffnungsfunken des Bistums Eichstätt willkommen. Geht es Ihnen eigentlich manchmal auch so? Oft muss ich mir bewusst machen, dass der Coronavirus erst seit 6 Wochen unser Leben, unsere Welt komplett verändert hat, sozusagen seine langen Schatten auf unser Dasein, auf unseren Alltag, überall auf der Welt und auch hier bei uns wirft. Bisher Selbstverständliches findet nicht mehr in der entsprechenden Form statt. Zum Beispiel die obligatorische Tasse Kaffee mit den Arbeitskollegen in der Pause oder auch die herzliche Umarmung bei der Begegnung von Menschen. Sie führen sozusagen ein Schattendasein. Auch die ganz normale Begegnung, wie beispielsweise im Supermarkt beim Einkaufen, ist plötzlich überschattet mit Ängsten, Fragen und Sorgen, wie beispielsweise, sitzt auch mein Mundschutz richtig? Könnte ich mich anstecken oder aber halte ich den entsprechenden Abstand auch ein? Durch Corona fallen Schatten auf unser aller Leben, mit denen sicher in dieser Form vor einigen Monaten noch niemand gerechnet hätte. Schatten der Angst, der Sorge, der Ungewissheit, doch wir werden lernen müssen, damit umzugehen und diese auch anzunehmen. So, wie es auch Fräulein Ophelia in dem wunderbaren Bilderbuch von Michael Ende, zauberhaft illustriert von Friedrich Hechelmann, das bereits 2008 im Thienemann Verlag erschien, wie sie es tut. Und in diesem Sinn lade ich Sie jetzt ein zu einer kleinen Reise, Vorhang auf für Fräulein Ophelia und ihre Schatten. Fräulein Ophelia verliert im Theater der kleinen Stadt, in der sie ein Leben lang so flöße war, ihre Arbeit. Am Tag, an dem das Theater endgültig schließt, sieht sie plötzlich einen Schatten an den Kulissen entlang huschen. »Könntest du mich annehmen?« fragt der Schatten Ophelia. Und nach kurzem Zögern nimmt das kleine Fräulein diesen Schatten an. Ebenso wie die anderen, die nach und nach bei ihr Einzug halten und sie selbst in Atem. Dunkelangst. Leere Schwere. Nimmermehr. Nennen sich die Schatten, die niemand will und die doch da sind. In ihnen begegnet gleichnishaft Fräulein Ophelia den unterschiedlichsten Schattenseiten unseres Lebens, dem Verlust des Arbeitsplatzes ebenso wie drohender Krankheit oder dem Alleinsein. Die Schatten mehren sich in Fräulein Ophelias Leben, drohen manchmal übermächtig zu werden. Das macht, wie Michael Ende erzählt, besonders am Abend, wenn die Schatten aus dem tagsüber verschlossenen Handtäschchen hervordrängen, die Stube manchmal sehr dunkel. In solchen Nächten, wenn die Sorgenschatten miteinander ringen, fällt es Fräulein Ophelia, wie vielleicht auch Ihnen und auch mir, oft nicht leicht, Schlaf zu finden. So beschließt Ophelia, schließlich etwas dagegen zu unternehmen. Sie kommt auf die Idee, ihren dunklen Begleitern alle großen und kleinen Theaterstücke dieser Welt zu lehren und sie auf der Bühne des kleinen Theaters vor ihr zu zeigen. Die Schatten zeigen sich so geschickt und wandelbar, dass sie nicht lange nur für die Augen der alten Dame spielen. Und so kommt es, dass Ophelia mit ihren Schatten bald die Welt bereist und alle mit ihrem Theater begeistern kann. Das kluge Fräulein mit der großen Leidenschaft für das Theater zeigt, wie es gehen kann, nicht nur mit ihren, sondern auch mit unseren eigenen Schatten umzugehen und nicht gegen sie, sondern mit ihnen zu leben.
Ophelias Schattentheater ist ein Buch, das das Schwere leicht macht, weil es uns zeigt, dass die Schatten, die das Leben wirft, uns letztlich nur zeigen, dass auf der anderen Seite das Licht ist. Khalil Gibran drückt es einmal so aus: Licht und Schatten, man muss durch die Nacht wandern, wenn man die Morgenröte des neuen Tages sehen will. Oder, um es angelehnt an ein afrikanisches Sprichwort zu sagen, wende dein Gesicht der Sonne entgegen, dann fallen die Schatten hinter dich. In diesem Sinn bleiben Sie behütet und gesund.